komisch. Alle weg. Huhu, jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen. Schnell, komm rein. Hier. Au, ist das eng. Und bah, so glitschig. Psst, jetzt. Sie sind noch da draußen. Hä? Wer ist da draußen? Phiulox. Sie sind überall. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das war ich mir auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Klar. Unsinn! Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ich wüsste einen Weg. Ach du! Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Was soll das denn? Ist das eckerlich? Ist das eckerlich? Ich komm hier nicht. Schlechte Idee. Nee. Ich werd noch ganz glitschig. Leider noch nicht glitschig genug, um mich von der Stelle zu bewegen. Hey, was tust du? Igitt. Ist das ekelig? Glitschiger geht nicht. Au, heiß. Handtuch? Danke, aber meine Hände sind trocken. Och nee. Okay. Oberkörper. Leider. Ja. Oberkörper. Nee, so bekomme ich das nie auf. Hä? Igitt. Was sind wohl die Jobvoraussetzungen, um Ältester zu werden? Weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben ja nichts mehr. Wir haben noch Kohle. Wasserkelle. Auf die Kohle. Die Kohle jetzt. Das Gitter. Handtuch. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Das ist nur sein Handtuch. Aber meine Hände sind trocken. Wasserkelle. Mit Handtuch. Und was war das jetzt? Ein Test. Du hast bestanden. Alles klar. Haben wir... Warte mal. Warte mal, Armband. Mit Kohle. Zu weit. Handtuch. Armband mit Gitter. Hey, findest du das lustig? Gitter? Nee. So. Warte mal, das. Mit Kohle? Ins Handtuch. Jetzt. Jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Ja. Alter. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein.
geht der Waffelstand. Nein, der Waffelstand. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Euer Herz. Ist die Hölle los? Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Okay. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Warte, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Die schönen Marmorfresken. Okay. Sieh zu. Blau. Die schönen Marmorfresken. Sie sind schon im Koi-Aquarium. Nein. Sie sind schon im Koi-Aquarium. Sie sind schon im Koi-Aquarium. Also es geht noch tiefer. Nicht doch die Champagner duschen. Die schönen Marmor. Es geht noch tiefer. Ei. Wir kriegen das hin. Einfach klicken. Da endlich. Die schönen Marmor. Zu spät. Sie klettern die Mauern hoch. Schnell. Lies vor. Geht ja schon los. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht. Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Ja, Sie haben mein Bein. Ja. Oh, Kacke. Beeilung. Hä? Moment. Alpha, Beta, Gamma, Zeta? Nicht so schnell, nicht so schnell! Oh nee! Scheibenkleister, das gibt's doch nicht! Hey! Zimmer! Ein Klon? Sind etwa die... Ja, verdammt, die Dienstbots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Und den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Aha, dann machen Sie das. Aber pronto. Okidoki. Alles klar. Okay, raus. Haben wir die? Ja. Machen wir das schnell? Nein, okay, machen wir nicht. Zack. Terminal. Fahrstuhlcam. Goal. Goal? Ja? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Rufus. Es heißt Kuhschuss? Kuh. Nein. Kuhfuß. Nein. Ach, egal. Na, das sehe ich, aber ich habe es zu. Wenn du nicht mal deinen Namen über... Das hatten wir schon. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Hilfe! Scheibenkleister, das gibt's doch nicht! Hey, wer? Zimmer, Sir? Ein Klon? Ja, verdammt! Dann aber... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin am Zone, es ist noch viel schöner. Es. Hä? Okay, Moment, ich nehme erstmal das mit. Ganz schnell. Ist egal. Nehmen wir mit. Sag mal, das war. Und jetzt? Fahrstuhl ist schon. Da ist noch jemand. Ja, da ist noch jemand im Fahrstuhl, ja klar. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Wollen wir die Zeit mal... Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Rufus. Es heißt ja auch Rufus. Kuhschuss? Kuh. Nein, Huh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, ich... Ach, egal. Wir lassen die Zeit jetzt mal auslaufen. Ja,
Na, das klingt ja alles ganz spannend. Aber ich habe leider keine Zeit. Mach's gut, Fremder. Nein, stopp! So ein Reinfall. Oh Mann. Okay. Die sind auch weg. Kann ich jetzt hier rein oder so? Kann ich mal... Hä, ich kann jetzt nichts machen. Nichts. Wenn ich jetzt wieder hier lang gehe, werden doch locker wieder die Fuelogs da sein, oder? Ja. Oh, ich hab eine Idee. Mit dem Helm vielleicht. Mit dem Helm. Moment. Wir haben... Moment. Ja, ist okay. Hatten wir schon alles. Mit dem Helm vielleicht. Mit dem Helm. Möglicherweise. Keine Ahnung. Kann sein. Hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fetzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Wollen wir das? Moment. Aha. Goal? Ja, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch. Ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytes nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hierbleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ohne dich alles doof ist. Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Goal? Ich rede nicht. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, oh, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Hahaha, ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun... Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Scheiße. Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Klytes? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Ja, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Creme de la Creme. Der Rest ist... Genau, wie der da. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, dir wird gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum, das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow, das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Oh nö. Dort steht mein Chronokar.
Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Ach komm schon, Rufus, das kannst du nicht machen. Dies ist der erste und vermutlich auch letzte Tag deines Lebens. Soll ich mich etwa darüber freuen? Ja, aber halt nicht so lange. Der Tag hat nur 24 Stunden. Die Uhr tickt. Bravo. Das war vielleicht unsere letzte Chance, nach Deponia zu kommen. Ich dachte, du willst dich nicht in den Lauf der Dinge einmischen. Die Dinge laufen momentan ja auch nicht. Für dich vielleicht nicht. Okay, nehmen wir nochmal die Echsen. Oh nee! Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürften gar nicht hier sein. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Vuloks getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Alles klar, Rufus. Brave Vuloks, gute Vuloks, überhaupt nicht hungrige Vulokchen. Warte! Nee, wir können nichts. Okay, wir können unser Inventar nicht öffnen. Was können wir denn machen? Hör mir, hä? Nichts. Brave Führung überhaupt. Hä? Knopf! Da ist ein Knopf! Oh lol! Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein! Das wollte ich den Vuloks überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Vuloks zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Das ist doch super. Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallzwirn oder Wall. Denk nicht einmal dran. Springen! Festhalten! Nein! Stopp! Ach du Kacke! Ich fürchte ja! Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt! Rufus? Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen, ohne dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen oder Vuloks werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Ja. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Vuloks, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen, wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp, na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Also das ist schon mal die Höhe. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au! Au? Pff, geben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Vulok verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Jo. Nach Elysium? Check. Ich wollte die Welt retten. Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Aber niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Also, wo geht es nach Kuvak? Ohne Witz. Ich hab nie erwartet, dass das Spiel so lang ist. Das kommt mir... Ey, nee. Ich hab erwartet, dass es nur so ein kurzes Spiel ist oder so, aber es ist ja übel gut. Eieiei. Okay, die drei Musketiere.
die drei Muskelritter. Komische Viecher. Gut, Leute, aber ich würde gerne noch weiter aufnehmen, aber erstens muss ich auf Klo und zweitens will ich eine rauchen. Vielleicht nehme ich gleich noch eine weitere Session auf. Weiß ich noch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.